Hallo bei Bildner TV Fotovideo und einem neuen Video zum Fuji Objektivsystem. In diesem ersten Video unserer kleinen Reihe rund um die Fuji Objektive erkläre ich euch, welche Fuji Objektive es gibt, ein bisschen zur Geschichte der Fuji Objektive und welche für euch vielleicht sogar interessant sein können. Hi, mein Name ist Christian Haas und ich begrüße euch bei Bildner TV auf Fotovideo, eurem Kanal für bessere Bilder von Anfang an. Wie gesagt, heute geht es um die Fuji-Objektive und wenn ihr schon mal einen Blick auf die Fuji-Kameras, die Fuji-X-Kameras geworfen habt, werdet ihr auch schon gesehen haben, dass Fuji ein wirklich großes Objektivprogramm hat, das nun wirklich jeden Bereich, oder ich würde mal sagen annähernd jeden Bereich, abdeckt, den man sich so als Fotograf oder Fotografin wünschen kann. Kleiner Hinweis, ich sage dir jetzt gerade annähernd jeden Bereich, denn ich persönlich fotografiere ganz gerne auch mal Natur und dann eben auch mit längeren Brennweiten. Das zurzeit maximale Objektiv oder maximale Teleobjektiv ist ein 100 bis 400. Jetzt, gerade zu dieser Zeit, wo dieses Video entsteht, bringt Fuji ein neues Objektiv mit 150 bis 600 mm. Das ist eine ganz interessante Sache und da freue ich mich schon drauf. Jetzt aber zu den Objektiven von Fuji. Fuji nennt die Objektive übrigens Fujinons. Wenn ich also jetzt im Folgenden von Fujinons rede, dann sind die Objektive gemeint. Die ersten Fujinons für die Digitalkameras der X-Serie, die kamen im Jahr 2012 auf den Markt. Insgesamt ist es also ein ziemlich junges System, das aber komplett für die Digitalfotografie entwickelt wurde. Und dass das System jetzt so jung ist, bedeutet definitiv keinen Nachteil. Im Gegenteil. Denn andere Hersteller, andere Objektivhersteller, die haben ihr bestehendes Objektivprogramm, bestehende Objektivkonstruktionen zum Teil, die noch für, zum Teil noch für analoge Kameras konstruiert waren, die haben die einfach mit ein paar Änderungen und Updates an digitale Kameras angepasst. Früher, die Objektive im Fuji-System, fürs X-System, die wurden komplett neu konstruiert und speziell auf die APS-C-Technologie von Fujifilm abgestimmt. Ein wichtiger Punkt bei der Konstruktion ist das neu entwickelte Bajonett. Mit 2,5 mm Stärke ist der Edelstahl-Bajonettanschluss an den Kameragehäusen extrem robust und funktioniert auch nach x-fachen Objektivwechseln noch sehr, sehr zuverlässig. Und das ist gerade für Profis, die ständig Objektive an den jeweiligen Job anpassen müssen, also Objektive wechseln müssen, ein ganz wichtiger Faktor. Das X-Bajonett von Fuji besitzt einen relativ großen Durchmesser von 44 mm und das ermöglicht den Einsatz größerer Linsen an der Objektivrückseite. Bei der Neukonstruktion des Systems konnten dabei aber relativ kleine Frontlinsen verwendet werden, wodurch die Objektive dann trotz sehr hoher Lichtstärke insgesamt kleiner und kompakter sind. Das Auflagemaß ist mit 17,7 mm extrem gering. Und das bedeutet, dass die Hinterlinse des angesetzten Objektivs, die befindet sich sehr, sehr dicht am Sensor, also nur 17,7 mm. Das Auflagemaß in Verbindung mit dem großen Durchmesser der Hinterlinsen, der bewirkt, dass das Licht sehr geradlinig auf den Kamerasensor auftrifft. Und dadurch werden Auflösung und die Detailschärfe vor allem in den Bildrändern deutlich verbessert, als wenn das Licht eben in den Bildecken schräg auftreffen würde. Eine kleine Nebeninfo: bei klassischen digitalen Spiegelreflexkameras ist so eine Konstruktion mit so geringem Auflagemaß absolut nicht möglich, da ja zwischen Objektiv und Sensor noch der Spiegel ist, der beim Auslösen nach oben klappt. Also insofern ist es ein klarer Vorteil für spiegellose Kamerasysteme, natürlich nicht nur für Fuji-Kamerasysteme. Die Kommunikation zwischen Objektiv und Kameragehäuse läuft über 10 elektronische Kontakte und das sorgt einerseits für extrem präzisen und schnellen Autofokus, andererseits für die elektronische Blendensteuerung. Außerdem auch für eine kameraseitige Optimierung der optischen Eigenschaften des verwendeten Fujinons durch den Lens Modulation Optimizer. Konkret heißt das, Objektive, die haben immer mehr oder weniger deutlich zu sehende Abbildungsfehler. Die werden durch die Software der Kamera optimiert und diese typischen Abbildungsfehler, chromatische Aberration, Verzeichnung, Verzerrung, die werden dann schon bei der Aufnahme rausgerechnet.
Schauen wir uns die Objektivtypen an, die Fuji im Programm hat. Es gibt drei Objektivserien fürs X-System. Die hochwertige professionelle XF-Serie, das hier sind alles XF-Objektive. Dann gibt es die XC-Serie mit besonders gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Und dann noch die speziell zum Filmen gedachten Scene-Objektive. Schauen wir uns mal zuerst die XF-Optiken an. In der XF-Serie, da gibt es sowohl Festbrennweiten- als auch Zoom-Objektive und das wichtigste Kennzeichen dieser Serie, die Optiken besitzen einen Blendenring. Und besonders Fotografen, die bereits analog fotografiert haben, die kennen diese Art der Blendensteuerung, die in der Praxis, wenn man sich mal daran gewöhnt hat, durchaus ein paar Vorteile hat, wenn man denn manuell oder halbautomatisch belichtet und dann eben die Blende schnell steuern möchte. Dass die Blende dann nicht mehr wie in analogen Zeiten rein mechanisch, sondern elektronisch von der Kamera gesteuert wird, das stört natürlich nicht und das fällt in der Praxis natürlich auch nicht auf. Der Blendenring, der rastet übrigens in ein Drittel Blendenstufen ein und wenn man ihn dreht, dann spürt man also deutlich diese Rasterung und kann sich daran dann orientieren. Zusätzlich zu den manuell einzustellenden Blenden, mit denen das Objektiv ja auch beschriftet ist, normalerweise hier, Blenden, da gibt es dann noch eine Stellung A. Also befindet sich der Blendenring auf Stellung A, dann wird die Blende automatisch reguliert, je nach eingestellten Belichtungsprogramm an der Kamera. Bei manchen Objektiven der XF-Reihe gibt es anstelle der A-Einstellung am Blendenring einen separaten Schalter am Objektiv, mit dem sich zwischen manueller Blendeneinstellung und eben dem Automatikmodus oder der Automatikblende hin und her wechseln lässt. Die optische Konstruktion der XF-Objektivreihe ist ziemlich aufwendig, aber wir sehen trotzdem sehr kompakt. Auch die Objektivfassungen, die sind extrem robust und hochwertig. Die sind meistens, so wie hier, aus Metall gefertigt. Und bei einigen größeren Objektiven besteht die Objektivfassung dann aber auch aus Kunststoff, wie hier zum Beispiel. Der Grund ist ganz einfach, wenn man so ein Gerät, also dieses 100 bis 400 aus Metall konstruieren würde, dann wäre das so extrem schwer. Also da hätte man dann einfach zu viel Gewicht dabei. Alle XF-Objektive sind Autofokus-Objektive, also es gibt keine reinen manuellen Objektive. Und über den Fokusring hier vorne kann man die Schärfe natürlich auch manuell steuern. Allerdings nicht alle XF-Optiken haben einen optischen Bildstabilisator, OIS heißt der bei Fuji. Die meisten XF-Zooms und Telebrennweiten aber schon. Also hier zum Beispiel dieses 100 bis 400 hat einen optischen Bildstabilisator, den man hier über den kleinen Schieberegler einstellt. Der übrigens, also diese Bildstabilisatoren, die kommunizieren natürlich auch mit der jeweiligen Kamera und XT4 zum Beispiel, die hat einen internen Bildstabilisator und da ergänzen sich diese Systeme dann natürlich. Weil es mir gerade einfällt, wir haben natürlich bei uns im Verlagsprogramm auch ein Buch rund um das Fuji X-Objektivprogramm, das Friedemann Hinsche geschrieben hat. Schaut mal bei uns im Verlagsshop, im Online-Shop vorbei unter bildnerverlag.de. Dort findet ihr das Buch von Friedemann Hinsche, Objektive für das Fujifilm X-System. Und bei diesem Eintrag, bei diesem Buch, bei uns im Online-Shop, findet ihr auch einige Gratis-Kapitel, die ihr euch kostenfrei runterladen könnt, um euch einen Eindruck zu verschaffen, wie euch unser Buch zum Fuji Objektiv X-System weiterbringen kann. Schauen wir uns noch die etwas günstigere, die preiswertere Linie der Fujinons an. Das ist die XC-Serie. X steht natürlich auch für X-Mount und C für Kompakt. Die XC-Serie beinhaltet sowohl Zoom-Objektive als auch eine Festbrennweite im Moment. Die sind eben wegen ihres wirklich guten Preis-Leistungs-Verhältnisses vor allem für Amateure und Hobbyfotografen interessant. Man muss ein paar Abstriche natürlich bei der Materialauswahl, bei der Haptik in Kauf nehmen. Allerdings die Objektivfassungen, die sind zwar aus Kunststoff gefertigt, ebenso das Objektiv-Bajonett. Wenn man aber jetzt wie viele Hobbyfotografen nur ein oder zwei Objektive hat und die dann nicht allzu oft wechselt, ist diese Kunststoffkonstruktion des Bajonetts wirklich kein großer Nachteil gegen den Metall-Bajonetts der XF-Optiken. Die Verarbeitungsqualität ist bei der XC-Reihe definitiv auch über jeden Zweifel erhaben. Die optische Konstruktion von XC-Objektiven ist natürlich nicht ganz so aufwendig wie die bei den XF-Optiken. Trotzdem
sind sie natürlich für jede Art von Hobbyfotografie mehr als geeignet, muss man wirklich so sagen. Den Blendenring besitzen die XC-Objektive allerdings nicht. Die Steuerung der Blendenöffnung erfolgt also ausschließlich über die Walräder am Kameragehäuse. Alternativ lässt sich die Blende auch bei der XC-Serie automatisch steuern, wenn die automatische Blendensteuerung an der Kamera eben eingestellt ist. Alle Objektive der XC-Reihe sind mit Autofokus ausgestattet, können aber, eben wie die XF-Geräte auch, auf Wunsch manuell über den Fokusring eingestellt werden, klar. Eine kleine Info noch für Fotografen, die auf das Äußere Wert legen. Einige der Objektive der XC-Serie sind sowohl in Schwarz als auch in Silber erhältlich. Und es gibt ja auch einige X-Kameragehäuse, die wahlweise in Schwarz oder Silber geliefert werden. Da kann man das Objektiv und die Kamera dann eben farblich aufeinander abstimmen, wenn man denn möchte. Als dritte Serie haben wir noch die Scene-Serie und die Kameras der Fujifilm X-Serie, die sind bei professionellen Videofilmern aufgrund ihrer Abbildungsqualität und Kompaktheit ziemlich beliebt. Auch ich filme ziemlich häufig mit meiner X-T4. Und deshalb hat Fuji auch die Scene-Objektive im Programm, die im Gegensatz zu Fotoobjektiven einige Eigenschaften haben, die fürs Filmen einfach wichtig sind und die Fotografen normalerweise nicht brauchen. Fujinon-Zoom-Objektive XF, XC, die haben beim Filmen ein paar Nachteile. Unter anderem die Bildschärfe, die verschiebt sich während des Zoomens, der Fokus bleibt also nicht gleich. Der Bildwinkel, der ändert sich, wenn man fokussiert. Die optische Achse kann sich leicht verschieben, wenn man zoomt. Auch das ist beim Fotografieren ja kein Thema. Und die Bedienung gerade beim Zoomen und beim Wechsel der Blende, also beim Einstellen der Blende, die ist fürs Filmen nicht optimal. Und die zwei Scene-Objektive, die haben, es sind Zoom-Objektive, sehr lichtstarke, die haben eben diese Einschränkungen nicht. Die sind speziell für filmische Aufgaben angepasst und optimiert. Die Verarbeitung und optische Konstruktion, die sind natürlich auf absolut höchstem Niveau, dementsprechend auch die Preise von über 2.500 Euro. Die genügen aber dann wirklich auch den Ansprüchen professioneller Filmer. So, das soll es jetzt mal gewesen sein mit einem ersten Überblick über das Fuji X-System bzw. die Fujinons, die Objektive des Fuji X-Systems. Ich würde mich freuen, wenn ich euch einen kleinen Überblick verschaffen konnte. Wir machen noch mehr Videos, dann auch zu Spezialthemen rund um das Objektivsystem von Fuji. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst uns einen Daumen hoch da. Vergesst auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Und kleiner Tipp noch, wenn ihr uns einen Kommentar da lasst, zum Beispiel mit Anregungen, was ihr hier noch auf alles erfahren möchtet auf Bildner TV Foto Video, dann nehmt ihr ganz automatisch an unserer wöchentlichen Verlosung teil und könnt ein Buch aus dem Bildner Verlag gewinnen. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir uns hier bald wiedersehen bei weiteren Videos rund um das Fuji X-System bzw. zu allen möglichen Videos rund um die digitale Fotografie. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Fotografieren, mit der Bildbearbeitung und ganz wichtig, bleibt gesund. Bis dann, ciao.